Hallo, ich habe euch ein neues Ninjago-Heft mitgebracht. Heldenheft Nummer 1 gibt es jetzt. Mit Kohl. Zwei Figürchen. Ein Booster dabei. Und das möchte ich gerne mit euch auspacken. Das Coolste ist an dem Heft, entweder hat man die beiden oder die beiden dabei. Die habe ich leider nicht gesehen, sonst hätte ich eher die Schlange mitgenommen, glaube ich. Also Ninroid, ja, kann man auch gebrauchen. Und Kohl ist immer cool, der auch. Also das Riesebisschen, Kopf ein bisschen schräg da. Ganz viele Kleinteile auch noch mit bei. So, Kleber hier erstmal ab. Habe mich gewundert, da gab es zwei neue Zeitschriften. Das eine habe ich jetzt nicht mitgenommen. Weiß gar nicht, was das jetzt war. Habe ich schon wieder vergessen. Das fand ich nicht so cool, aber das fand ich ganz cool. Mit Kohl, den hat man nicht so oft. So, noch ein Booster von den Karten. Oh, natürlich wieder mit Tesafilm festgemacht. Ich weiß nicht, warum die das immer so festmachen müssen. Ich finde das gut. Das ist schon mal Kleber noch hinten und Tesafilm. Und Tesafilm macht man sich die ganzen Hefte kaputt. Und ich behalte die Hefte gerne. Kriegt mein Sohn dann nachher später, wenn er ein bisschen mehr liest. Das ist dann schade, dass es ein bisschen kaputt ist. So, die packen wir auch nachher nochmal mit aus. Und dann gucken wir erstmal ins Heftchen. Hier ein Comic auch, auch sehr groß. Nach Werbung für Star Wars. Ach so, den. Ja, da hat die auch ein Video zu gemacht schon. Scout Trooper. Aber hier, cool. Zwei Poster natürlich wieder dabei. Ja, Werbung für Jurassic World. Ritzespaß. Also eigentlich wie die normalen Ninjago-Zeitschriften auch. Ah, hier was zum Ausmalen. Oh, man kann ja auch schon sehen, welche Figuren diesmal dabei sind. Tada! Ach, da haben wir einmal Lloyd, Nummer 2. Kommt am 2. September. 2 von 4 Lego-Mini-Figuren. Haben wir einmal einen Steinsoldat dabei und einmal den Geist. Ich glaube, ich hole mir den Steinsoldaten. Den habe ich, glaube ich, noch so oft. Und Schulterpolster ist auch ganz gut. So ein rotes Schwert, so ein roter Hut. Kann man gut gebrauchen. Ja, das würde ich auf alle Fälle auch kaufen. Ich finde das ganz cool. Ach, hier gibt es auch noch Vorschau von den anderen Heften, wann die kommen. Ja, das habe ich schon, das habe ich auch schon. Das habe ich mir nicht gekauft. Weiß nicht, die Baudinger finde ich nicht so geil. So, auch eine Bauanleitung hatten wir hier nicht bei. Aber hier haben wir zwei so Bilder. Dann baue ich das danach die Sachen auf. Oder nach dem kann ich auch aufbauen. So, packen wir die beiden mal aus. Natürlich auch wieder Tesafilm dran. Ich ziehe das einfach hier mal so raus. Ich habe Bock, das Tesafilm mal wieder abzupopeln. So, was haben wir denn ein Teilchen? Ich hole uns mal. Schon hier so drauf gesteckt. Huch. So, sein Tuch. Muss ich mal gucken, ob das richtig rum drauf ist. So. Hat auch zwei Gesichter, natürlich. So, was sind seine Beinchen noch dran? Die fand ich ganz cool. Ärmellos. Finde ich eine coole Figur. So, was hat er denn für eine Waffe? Muss ich mal gucken. Ist das denn gebaut? Ist das so? Hat eine Seite die Klinge. Nee, anders. So. So muss drauf gesteckt werden. Oben hat er auch noch so eine Pyramide drauf. Nee. Ah, jetzt habe ich es falsch gebaut. So.
Zuerst diese komischen Dinger da. So. Mal gucken, der hat das und der hat das. Ja, dann kommt hier einmal noch eine Pyramide drauf. Und ich schätze mal, hier hinten mache ich auch mal eine drauf, so. Meine interessante Waffe, die hat er auch noch nicht gehabt, so ein Hammer. Achso, die Klinge muss ja nach unten sein. Wieder abgebaut. So, jetzt haben wir es, Mann. Hast auch in die Hand bekommen. Ja, interessant. Aber werde ich, glaube ich, als Teilspender nehmen. Werde ich wieder auseinanderbauen. Ich fand die Figur ja cool. So, dann haben wir den Nimrod noch. Wird ein bisschen einfacher sein. Oh, scheiße. Der Kopf ist weg. Upp. So. Dann kommt wieder. Keine bedruckten Beine, aber hatten die, glaube ich, auch nicht. Ja, halt ein Nindroid. Ich hätte die Schlange kühler gefunden. Aber die war ja leider nicht in dem Handel zu finden. Vielleicht hole ich mir das nochmal, wenn ich die finde. So. Und das da so leicht aufgesteckt. Dann kommt hier diese Axt dran. Finde ich auch gut, das Teil. Ja, sind zwei coole Figuren. Achso, ich habe gar nicht gesagt, was das kostet. Das kostet 5,99 €. Also wie die Legacy-Hefte mit den doppelten. Kann man wohl mitnehmen. Und cool, gibt es nicht so oft. Ist eine coole Figur. Kann ich gar nicht empfehlen, mitzunehmen. So, jetzt haben wir nur noch den Booster noch, der schon leicht auf ist. Dann werde ich den noch mit euch auspacken und dann war es das wieder für heute. Ach, hier die besondere Karte. Ui, Questelei Lloyd. Ah, den hatte ich doch ja schon. Da muss ich auch mal gucken, ob ich wieder endlich das Heft mal voll gekriegt habe. Fehlten ja nur 2-3 Karten, glaube ich, noch. Und die limitierten, wenn jetzt noch welche rauskommen. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Mal wieder ein neues Heft. Und dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Tschüss.